Ja, diese Wahl kennt zwei Verlierer, die FDP und die CSU. Die CSU hat im Wahlkampf Endspurt nochmal ganz besonders deutlich die rassistische Karte gezogen und hat versucht, einen Wettlauf mit der AfD aufzunehmen. Und das Ergebnis der CSU zeigt, dass so etwas schief geht. Das freut uns. Bedenklich stimmt uns natürlich, bestimmen uns auch Wahlergebnisse in anderen Ländern. Das Ergebnis der Front National, das von UKIP in Großbritannien und andere Erfolge von Rechtspopulisten sind ein schweres Pfand für eine Europapolitik. Wir hatten aber, denke ich, gestern auch guten Grund zum Feiern. Gabi hat es bereits gesagt, wir haben absolut zulegen können, über 200.000 neue Stimmen gewinnen können. Das ist für uns schon ein Zeichen, dass die Linke generell sich konsolidiert hat. Es ist in der Tat offensichtlich so, dass es immer einen Unterschied gibt zwischen Bundeswahlergebnissen und Europawahlergebnissen. Besonders froh stimmt mich auch, dass wir auch sozusagen zum Beispiel in Hessen ganz großartig zweistellige Ergebnisse in einigen Städten hatten. Europaweit oder wenn man den Blick auf andere Länder Europa richtet, ist natürlich das Ergebnis von Syriza, der Partei unseres europaweiten Spitzenkandidaten, ein wahrer Grund zur Freude gewesen. Bei den Kommunalwahlen sagen wir, die machen Mut für die kommenden Wahlen. Die sind differenziert und unterschiedlich ausgefallen. Sie verstehen, dass ich mich besonders darüber freue, dass es in meiner Heimatstadt Dresden gelungen ist, dass die Linke im Vergleich zu den letzten Wahlen 5% zulegen konnte. Sowas freut mich als Dresdnerin natürlich sehr. Generell gilt, dass die Kommunen für uns in Ost wie in West ein wichtiger Punkt für die Verankerung der Linken sind. Und wir sind froh, dass wir dort vieles halten konnten und ausbauen konnten. Und dann hat es ja gestern noch in Berlin eine Volksabstimmung gegeben über das Tempelhofer Feld. Das Ergebnis ist wirklich sehr eindeutig in der Zustimmung. Wir als Linke haben diese Initiative breit mit unterstützt, auch unseren Bundesparteitag nochmal genutzt, um deutlich zu machen, das Tempelhofer Feld ist ein Feld der Bewegung und wir wollen, dass es unbebaut bleibt und dass die Berlinerinnen gegen das starke Werben von CDU und SPD in Berlin diesem Appell gefolgt sind, freut uns natürlich sehr. Nun habe ich ja verfolgt die Nachrichten und gesehen, dass jetzt vor allen Dingen die Frage, die Medien umtreibt, wer wird Kommissionspräsident. Ich will noch mal daran erinnern, dass wir als Linke mit Alexis Tsipras als Spitzenkandidaten damit einen hervorragenden Personalvorschlag haben. Man muss sagen, leider ist das Verfahren so, dass das Europaparlament diesbezüglich nicht in der Lage ist, selber zu bestimmen, wer kandidiert, sondern auf den Vorschlag des Rates angewiesen ist. Das ist natürlich ein Verfahren, was wir kritisieren. Wir haben zwei Forderungen. Zum einen finden wir, dass natürlich die Kandidaten aus der Runde kommen müssen, derjenigen, die jetzt als Spitzenkandidaten gehandhabt wurden. Alles andere wäre Irreführung der Wählerinnen und Wähler. Und was wir, glaube ich, aus linker Sicht der Fraktion im Europaparlament ganz klar empfehlen. Die Linke wählt keinen Kandidaten, der für Investitionsschutzabkommen wie das Freihandelsabkommen mit der USA, das TTIP, steht. Und wir wählen keinen Kandidaten, der für eine Fortführung der Austeritätspolitik, also des Kürzungskurses, steht.